Ich heiße Carol Kohler, bin Kunstschaffende und wohne in Lomisil, Schweiz. Ich kreiere abstrakte Bilder und Skulpturen und setze exklusiv für meine Ausstellungen Augmented Reality ein. In Biel besuchte ich die Kunstgewerbeschule, habe mich dann für eine Lehre als Dekorationsgestalterin entschieden. Nach meiner Ausbildung arbeitete ich saisonal im Ausland, unter anderem als Bühnenbildnerin. Während über 6 Jahren habe ich mich auf verschiedensten Reisen der Kunst gewidmet. Zunächst mit Kohleporträts von indigenen Personen, dann mit Tiergemälden aus den bereisten Ländern in Südostasien, Nord- und Mittelamerika, Afrika und Australien. Eine Wüstenwanderung mit Kamelen durch die Sahara hat meinen künstlerischen Weg entscheidend geprägt. Der stetige Trotz, die Hitze und die Landschaft, die sich nur in Zeitlupe zu verändern schien, hatten einen meditativen Einfluss auf mich. Mein Kopf füllte sich mit Leere und Sorglosigkeit. Ein herrlich angenehmes Gefühl für meine Augen, ohne Eile, ohne Wertung, einfach mal schauen zu dürfen. Die Natur, die Weite und Landschaft war überwältigend. Ich wusste, was ich hier gefunden hatte, musste fortan in meine Bilder. Nämlich das Weglassen von Figürlichem. Die Reduktion aufs Minimum, das Schaffen natürlicher Harmonien und die Integration der prägenden Gegensätze. Die Abstraktion als künstlerisches Medium, das Schaffen abstrakter Kunst, hat mich seither künstlerisch begleitet. Aktuelle, abstrakte Bildwerke von Carol Kohler. Sie schafft ästhetische, energiegeladene, vielschichtige und stimmungsvolle, abstrakte Bilder, die einen immer wieder zu einer visuellen Wanderung in die Tiefen des Werks einladen. Schichtweise und mit verschiedensten Materialien sind Formen und Strukturen entstanden, die teilweise an Spuren von natürlicher Patina auf Felsen und Baumrinden oder an Vulkangesteinsflächen erinnern mögen. Abstrakten Bildwelten in natürlichen, gemischten Farbtönen können sich während der Betrachtung zu sichtbaren Landschaften, erkennbaren Formen entwickeln und so zu meditativen, in sich ruhenden Räumen auftun. Ihr Markenzeichen sind halbtransparente Schichtungen und getarnte Elemente, die nicht sofort erkannt werden. So bietet sich dem Betrachter immer wieder ein neues Erlebnis, wenn dieser neue halb verborgene Schichten entdeckt und sich die Wahrnehmung des Werks damit erneuert und verändert. Ich bewege mich täglich in der Natur, meist bevor ich ins Atelier gehe. Ich sauge förmlich alle Eindrücke auf, optische wie auch akustische. Gerüche und Gefühle. Mich fasziniert an der Natur, dass sie sich dauernd wandelt und verändert, nie stehen bleibt, stetig aufbaut und zerstört. Mein künstlerischer Fokus entsteht am Ort, an dem sich Ruhe und Aktivität treffen, miteinander verschmelzen und mir Balance und Energie geschenkt wird. Mein Inspirationsort ist die Natur. Kohler arbeitet neben Bildern auch im dreidimensionalen Bereich und kreiert Skulpturen in verschiedensten Materialien. Sie kombiniert dabei oftmals hochwertige Werkstoffe und scheut sich nicht davon, Neues auszuprobieren.
Sie hat dreidimensionale Werke in verschiedenen Holzarten realisiert, zum Beispiel in Akazie, Nussbaum, Olivenbaum. Die Künstlerin hat massive Hölzer in Dampf verformt, diese mit Motorsägen und anderen Werkzeugen bearbeitet, poliert oder im natürlichen Rohzustand belassen. Sie spielt mit materialisierten Gegensätzen, die sich ergänzen und ihre Wirklichkeit bereichern. Im steten Wechsel der beiden Pole liegt für sie der Reiz. Häufig wird Holz mit Metall, wie Stahl, Aluminium kombiniert. Carol Kohler hat aber auch Aluminiumgüsse realisiert, die für sich alleine und nicht mit anderen Materialien kombiniert stehen. Das Material Aluminium symbolisiert für sie das Licht der Provanz, das sie anlässlich einer achtmonatigen Residenz erleben durfte, die sie im Rahmen des Kunstpreises Prix de la Sarrazin gewonnen hat. Die Künstlerin betätigt sich auch in der klassischen Steinbildhauerei. Sie bearbeitet Steine situativ von Hand, aber auch mit Pressluft und schwererem Gerät. Ihr Materialspektrum reicht von Sandstein über Kalkstein bis hin zu Travertin. Sie liebt es, diese harten Materialien mit der Formgebung weich aussehen zu lassen und den Moment beispielsweise mit einem Stahlhaken festzuhalten und einzufangen. Ihre neuesten Skulpturenkreationen hat sie in Acryl materialisiert. In ihrer letzten Künstlerresidenz im Norden Jütlands, Dänemark, hat sie sich von den überall präsenten Algen inspirieren lassen. Sie hat ihren Tanz im bewegten Wasser eingefangen, indem sie den getrockneten Kelb in Acrylblöcke eingegossen hat. Sie Bronzegüsse der Algen geschaffen, die sie dann teilweise mit den Acrylblöcken kombiniert hat. Ihre Materialien sind ein Spiegel ihrer selbst und geben ihr Inspiration. Es liegt in deren Natur, trotzig zu sein und sich nur widerwillig in die gewünschte Form zu begeben. Die Energie in der Künstlerin und ihrer Kunst kann frei fließen, wenn der Wille aller Beteiligten respektiert wird. Erst so erhält ein Werk seinen natürlichen, charakterstarken Ausdruck. In einer Lizenzkooperation hat Carol Kohler Rechte von Scans ihrer Bilder und von Fotos ihrer Skulpturen an eine französische Firma vergeben, die weltweit in großen Formaten Spanndecken, Spannwände und Lampen produziert. Ein Vertriebspartner in Florida hat zu Werbezwecken in seinem Schauraum eine riesige, hinterleuchtete Spannwand realisiert, die mit einem abstrakten Bildwerk von Carol Kohler bedruckt ist. Aus diesem Anlass hat die Künstlerin folgenden Werbefilm geschaffen.
Bildern und Skulpturen arbeitet Carol Kohler in einer dritten Kunstform und erweitert ihre Bildwerke, exklusiv an ihren Ausstellungen, mit Augmented Reality. Der Ausstellungsbesucher kann mit seinem Smartphone und einer Gratis-Applikation auf den abstrakten Bildoberflächen in magischer Weise Videoinhalte anschauen, die aus dem Bild heraus zu entstehen scheinen. Diese Videoinhalte sollen keine Erklärung für das abstrakte Werk sein, sondern sind vielmehr als Initialzündung für die Fantasie gedacht. Das Erlebnis steht im Vordergrund und verleitet den Betrachter zum Verweilen und dazu, seine individuellen Erfahrungen mit dem Werk zu verknüpfen. Auftragsbezogen im Design und der Realisierung von hochwertigen Trophäen für Sport- und Business-Anlässe. Die Materialisierung wird dabei ideenbasiert eingesetzt. Sie kombiniert Glas, Holz,
Aluminium, Stein, Bronze, die dran und veredelt mit Gold und Palladium. Als Kunstschaffende, die ausschließlich vom Verkauf meiner Kunst lebt, bin ich bestrebt, meine Fixkosten tief zu halten. Deshalb ist mein Malatelier in meiner Wohnung integriert, klein, aber praktisch eingerichtet. Um skulpturale Arbeiten zu realisieren, miete ich mich jeweils in professionellen Betrieben ein. Sei es, um Aluminium zu bearbeiten, Stein zu hauen, Hölzer zu veredeln oder Acrylgüsse zu verwirklichen. Ausreichend Platz und qualitativ hochwertige professionelle Einrichtungen spielen dabei eine wesentliche Rolle. Ich lagere und zeige meine Bilder und Skulpturen in einem separaten Showroom bzw. Lager. Dieser ist so eingerichtet, dass ich da interessierte Kunden empfangen und ihnen meine Kunst in einem angenehmen Ambiente präsentieren kann. Da ich zunehmend weltweit tätig bin und meine Werke auch online verkauft werden, habe ich einen speziellen Raum eingerichtet, in dem ich meine Keilrahmen bespanne und wo ich die fertigen Bilder für den Versand sicher und sauber verpacken kann.